Hallo, hallo, mein Name ist Yael, herzlich willkommen in meinem Planty Sanctuary. Heute ist Plant Care angesagt. Meistens mache ich ja all meine Plant Care Sachen, wässern, düngen, umtopfen, der ganze Kram. Ja, wenn ich kann, an einem Tag. Und das war eigentlich immer samstags. Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich samstags einfach nicht die Zeit, mir den ganzen Tag freizunehmen, um hier mich irgendwie um 150 Pflanzen zu kümmern. Deswegen mache ich das meistens so verteilt über ein paar Tage. Und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze bei mir aussieht. Den letzten Plant Care Vlog fandet ihr ganz gut. Außerdem gibt es noch ein paar coole Dinge, die ich machen muss. Und zwar habe ich ja ein paar schöne Rangstäbe vom Plant Print Services, die ich füllen muss mit Moos und verteilen muss und so. Und genau, sonst dachte ich halt einfach, zeige ich euch ein bisschen, wie die Plant Care bei mir aussieht. Wie gesagt, das ist jetzt so alles ein bisschen über ein paar Tage verteilt, so wie es halt bei mir so über die Woche läuft. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal am ersten Tag der Plant Care. So, ich muss jetzt endlich meinen Botaniker-Haul, also alle Pflanzen, die ich gekauft habe, die ich isoliert stehen hatte, jetzt einmal abduschen. Und überprüfen, ob da irgendwas ist, dass ich die noch weiter isolieren muss. Und sonst in meiner Wohnung verteilen. Mein Lieblingspart an neuen Pflanzen. Also ich gehe die Pflanzen jetzt nochmal abduschen. Währenddessen halt auch einmal gießen, weil die sind alle ziemlich trocken jetzt schon. Und ja, dann gucken wir mal, wo ich die guten platziere. Und hier sieht man jetzt auch sehr gut, warum ich das mache. Und zwar bei der Monstera Variegata, die ich gekauft habe, sehe ich halt an manchen Blättern so kleine schwarze Punkte. Und das heißt ja nicht gleich immer irgendwie Trips oder so. Aber man sollte das halt im Auge behalten und einmal abwaschen. Weil wenn es Tripse ist, dann weiß ich halt, okay, ich habe jetzt einmal alles weggewaschen und wenn sie jetzt wiederkommt, dann ist es definitiv Tripse. Wenn das jetzt einfach nur Erdreste sind und ich wasche sie weg, dann kommen sie halt nicht wieder, ne? Also an manchen Stellen sieht das schon sehr tripsig aus. Sieht man dieses weiße, krabbelnde Viech hier? Da hat sich gerade eine Laus bewegt. Scheiße, ja, das ist natürlich nicht schön. Ich weiß halt nicht, ob man das sieht, aber nicht so geil. Ich glaube tatsächlich, ich behandle die jetzt. Weil das sieht mir nicht sehr gesund aus. Also, ich habe jetzt hier drin Plantura schädlingsfrei. Den Rest von einer Gießung, den ich noch übrig hatte. Das sprühe ich jetzt auf die Blätter. Und dann spüle ich sie nochmal ab. Das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen einwirken.
Botanica ja noch diese wunderschönen Rankstäbe gekauft von Plant Print Services. Und die will ich jetzt füllen mit Moos, damit ich sie endlich benutzen kann. Ich habe mir wieder einfach Sphagnummoos bestellt von Amazon. Genau, das weiche ich jetzt auf und dann fülle ich meine schönen Rankstäbe und dann kann ich die endlich benutzen. Danke. Gerade ein Umtopf-Video gefilmt und so sieht das Ganze danach aus. Und ich dachte, ich sitze jetzt noch ein bisschen in meinem Dreck und quatsche mit euch, weil es war eine sehr interessante Frage beim Umtopf-Video, also es ist ja so Umtopf-Q&A gewesen, so zum Thema Pflanzentief. Und ich fand es halt irgendwie voll süß formuliert, weil so, ich glaube, wir kennen das alle, so ein Pflanzentief. So, und ich muss sagen, ich habe gerade ein bisschen Pflanzendepression. Weil eigentlich ist es ja wirklich so, als hätte man 200 Kinder. Und ich fühle mich halt immer so schlecht, weil ich mir so denke, eigentlich müsste ich mich so krass viel um jede einzelne Pflanze kümmern. Aber das ist menschlich gar nicht möglich. Beziehungsweise, da bist du ja wirklich den ganzen Tag im Gange, ne? Also, jeden Tag. Weil, wenn man jetzt wirklich alles machen würde, ne? Ihr wisst, umtopfen, wässern, abwischen, irgendwie extra pflegen, mitnehmen und so. Was ich auch sehr viel mache, aber halt immer mal wieder und auch nicht bei jeder Pflanze. Und ich habe halt voll oft so Pflanzendepression, weil ich mir so denke, eigentlich kümmere ich mich gar nicht genug um euch. Aber wie gesagt, es ist mir halt einfach menschlich nicht möglich, ne? Und ich finde es halt immer so lustig, dass es gibt halt so viele Menschen, Instagram, YouTube-Kommentare, die meinen, dass das halt alles so einfach ist. Aber das ist es halt einfach nicht.
Also wenn du vielleicht so 5 oder 10 Pflanzen hast, okay, dann kannst du dich wirklich jeden Tag mit dem beschäftigen und dich irgendwie kümmern und sie pflegen und so. Aber mit so vielen Pflanzen ist es halt nicht möglich. Und ich meine, denen geht es ja trotzdem gut. Also die vergammeln jetzt ja hier nicht alle irgendwie und sterben und muss jeden Tag welche wegschmeißen. Und wisst ihr, wie ich meine? Aber das ist schon nicht leicht, was man sich da so selber mit antut. Ja. Da sind jetzt bestimmt wieder sehr viele interessante Meinungen, die in den Kommentaren auftauchen werden. Aber wisst ihr, ich bin immer so ganz ehrlich, meine Pflanzen bringen mir so viel Freude. Also, auch wenn ich einfach auf der Couch sitze und keine Ahnung, gerade mal eine Pause brauche oder wenn ich am Arbeiten bin oder so und ich laufe an meinen ganzen Pflanzen vorbei und so, ich freue mich jeden Tag, wenn ich sie sehe. Und es bringt mir so eine innerliche Freude. Es ist so gut für die Psyche. Aber es ist halt einfach sehr viel Arbeit. Und wenn man da mal nicht hinterherkommt, dann ist das auch okay. Man braucht echt kein schlechtes Gewissen haben. Solange man sich nicht irgendwie jetzt wirklich jeden Tag eine Pflanze kauft, sie hinstellt und nicht gießt, bis sie dann stirbt, dann kauft man sich eine neue. Das ist halt wirklich nicht so geil. Aber also selbst das, Digga, mach was du willst, ne? Ja. Ich weiß auch nicht. Ich müsste gerade so viel machen, ne? Es ist ja auch, ich war jetzt ja wirklich richtig lange krank, ne? Also ich lag wirklich fast 2 Wochen flach. So, und ich habe selbst dann so zwischendurch mich so gequält und irgendwie gegossen und keine Ahnung und so. Aber so, ich sitze jetzt hier und denke mir so, Digga, ich habe für Uni nichts geschafft in der Zeit. Gar nichts. So, ich habe halt gerade so irgendwie überlebt, gefühlt. Und so ist es halt manchmal, ne? Manchmal ist man halt krank oder man hat einfach andere Sachen, die gerade wichtiger sind. Und dann ist es auch okay, sich an die erste Stelle zu stellen. So, wisst ihr, was ich meine? Ach, keine Ahnung. Ich war gerade einfach ein bisschen gnatschig, weil ich mir wieder Kommentare durchgelesen habe von alten Videos auch und so. Ich glaube, ihr wisst das nicht. Ich gucke mir sehr viele Kommentare an und auch Nachrichten und so. Auch wenn ich nicht darauf reagiere oder kommentiere oder keine Ahnung. Ich sehe alles. Und ja, manchmal nervt mich das einfach. Es ist halt einfach so, du weißt nie, was gerade bei einem Menschen abgeht. Du weißt es nicht. Du kannst es einem Menschen nicht ansehen. Klar, manchmal kann man es jemand ansehen, wenn du siehst, der hat solche Augenringe, weißt du, oh, dem geht es gerade nicht so gut. Aber es gibt auch Menschen, die sehen sehr gesund und glücklich aus. Und da sind gerade ganz andere Sachen im Leben, die vorgehen. Und ich finde es halt so schade, dass viele Menschen darüber nicht nachdenken. Und gerade bevor man was sagt oder im Internet was schreibt, sollte man sich irgendwie mal so ein bisschen an den Kopf fassen und vielleicht mal eine Sekunde überlegen. Ja. Auch jetzt mal ganz abgesehen von diesem Pflanzenthema, wisst ihr, also allgemein, so wenn du jemandem auf der Straße begegnest oder keine Ahnung, in deinem Umfeld oder in deiner Familie, es sei denn, der Mensch erzählt dir das, aber wenn nicht, dann weißt du ja auch nicht immer, was da abgeht. So, und das ist auch vollkommen okay. Aber ich denke mir immer so, bevor man welche dummen Sachen sagt, und es vielleicht auch gar nicht dumm meint, aber unsensibel. Das ist das. Ich glaube, damit habe ich ein Problem, wenn Menschen so unsensibel sind, anderen Menschen gegenüber. Weil viele Menschen sind so gefangen in ihrem eigenen Blickwinkel und überlegen gar nicht so, oh, vielleicht hat der Mensch ja ein ganz anderes Leben als ich. Und da gehen ganz andere Sachen ab als bei mir. So, das weiß ja nie.
Ich habe einfach gerade keinen Bock zu saugen. Deswegen laufe ich. Ja. Saugst du für mich? Oh, Bibi! Oh. Naja. Ich gehe jetzt meine Pflanzen wässern, die ich gerade umgetopft habe. Beziehungsweise ich gehe die, glaube ich, einmal abduschen. Und dann muss ich saugen. Und eigentlich muss ich noch viel mehr machen. Noch die Syngonium aurea umgetopft. Die habe ich ja auch bei der Botanica gekauft. Und die habe ich eingetopft in den Syngonium-Mix von Green Soils. So, es ist jetzt der nächste Tag und ich habe jetzt gerade alle meine Cabinet-Pflanzen gewässert, gedüngt und gewässert. Und so ein bisschen die großen Pflanzen. Hier meine Sisi Plant steht noch in der Dusche. Was ist denn hier los? Okay. Ich weiß nicht, woher das kommt. Genau, und so ein bisschen hier die großen Pflanzen, die da stehen. Abgeduscht und ja, halt alle gedüngt natürlich. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber als Dünger benutze ich gerade den Plantura Bio Zimmer- und Grün Pflanzendünger. Was habe ich denn da gemacht? Aus wie eine Brandblase. Vielleicht von der Sonne. Tja. Geht mal einmal in die Sonne. Das ist doch schon wieder Quatsch. Okay, also auf jeden Fall habe ich jetzt gerade diesen Dünger probiert. Ich bin sehr gespannt, der ist sehr eklig. Einfach weil der halt 100% natürlich ist. Ist halt pflanzlich und dann stinkt es halt. Der stinkt echt. Aber ich glaube, der ist halt sehr gut. Ja, da steht jetzt noch meine Sisi Plant. Die trocknet jetzt noch und dann bringe ich sie zurück an ihren Platz. Und ja, da muss ich schon wieder saugen. Weil es sieht schon wieder aus wie Scheiße. Immer wenn man hallo, man. Oh, big stretch. Weil immer wenn ich meine Pflanzen hole, sieht das irgendwie so aus. Tja. Genau. Aber ja, damit sind jetzt erstmal alle Pflanzen gedüngt und gegossen. Also ich habe jetzt wirklich irgendwie das so über eine Zeitspanne von 2 bis 3 Tagen gemacht. Manchmal schaffe ich es einfach nicht an einem Tag und dann habe ich auch keinen Bock. Ja. Musst du noch gewässert werden?
Oh, oh. So, ich bin jetzt wieder zu Hause aus München. Ich war ja kurz für ein paar Tage weg. Genau, und während ich weg war, ist mein Spaghetti-Mousse angekommen. Ich habe nämlich nochmal bestellt. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, in dem München-Vlog habe ich euch ja ein kleines Unboxing gemacht von Plant Print Services. Ich habe nämlich noch ein paar richtig coole neue Rangstäbe. Und ja, die fülle ich jetzt noch mit Moos, damit ich sie dann verteilen kann an meine bedürftigen Planties. Ich habe nämlich ein paar, die brauchen dringend einen Rangstab. Beziehungsweise einen guten Rangstab, nicht diese scheiß Kokosdinger. Ich denke, dann habe ich auch erstmal so alles gemacht. Ich hatte ja alle meine Planties gewässert und gedüngt, bevor ich nach München gegangen bin. Und habe jetzt nochmal alles überprüft und so. Es gibt so ein, zwei, die könnte ich jetzt nochmal wässern. Das mache ich dann später. Aber sonst habe ich jetzt für diese Woche erstmal alles gemacht an Plant Care. Und, oh ja, vielleicht könnte ich gleich noch meine Äckerbär bessern. Okay, das mache ich dann gleich noch. Und ja. Ja, und damit hat sich jetzt eigentlich auch die Plant Care für diese Woche erledigt. Wie gesagt, es war ja so ein bisschen hin und her zwischen den Tagen. Aber ganz ehrlich, momentan ist es einfach bei mir so. Ich schaffe es einfach nicht, mir einen kompletten Tag freizunehmen und das alles zu machen. Und es ist halt auch einfach anstrengend. Und genau, bevor man so ein bisschen die Freude daran verliert, habe ich halt gemerkt, es ist eigentlich auch ganz schön, wenn man halt das macht, wenn man gerade die Lust und die Zeit hat. Und genau. Ja, ich hoffe natürlich, ihr hattet ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn das so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Checkt auf jeden Fall mal mein Instagram ab. Da gibt es immer Sneak Peeks und Updates zu den neuesten Videos. Und sagt mir gerne mal in den Kommentaren, wie ihr diese Plant Care Vlogs findet. Ich finde es eigentlich immer ganz entspannt, sowas anzugucken. Deswegen sagt mir gerne mal, wie ihr es findet. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald.